Gut. Wie kann ich, wie ihr wünscht. Ihr braucht nur zu fragen. Dann verlassen wir mal das Gebiet hier in die Richtung. Wenn wir dürften. Nein, dürfen wir nicht. Kohle? Das wird kein schneller Tod. Oh, noch ein Ghoul. Alles wegen des lieben Geldes. Ja, mein Schatz. Wo ihr braucht, nur zu fragen. Und ja, tatsächlich, hier gab es noch ein Gebiet. Ich werde mich in Hand umdrehen, darum kümmern. So, erkunden wir das Gebiet doch und dann geht's nach Berikost. Schaul, die Meerjungfrau. Darf ich euch um eure Hilfe bitten? Ich bin ganz allein in diesem gottverlassenen Trockenland und wer weiß, was sich in diesen Wäldern alles herumtreibt. Ja. Also, unser Casanova von Barde begleitet uns. Wir werden dafür sorgen, dass ihr sicher seid. Wunderbar. Darf ich euch zum Zeichen meiner Zuneigung küssen? Es liegt mir fern, den Kuss eines attraktiven Mädchens abzulehnen. Nein, nein, jetzt hört der Spaß dabei mich auf. Ich kann... Es kann nicht angehen, dass ich dafür sterben muss. Zwar sind es meine Taten, doch es war die Absicht nicht meine. Ich muss tun, was mein Herr mir gebietet. Ja, bringt meinen Gefährten zurück und erklärt mir ihren Taten. Ansonsten werden wir fortfahren. Normalerweise wäre ich niemals hergekommen, aber der Ogre Droff hat mein Schultertuch an sich gerissen. Er hat absolute Befehlsgewalt über mein Innerstes und ich muss ihm gehorchen. Ich habe meinen Schabernack mit euch getrieben, doch das ist jetzt vorbei. Ich habe nicht den Wunsch, euch weiteren Schaden zuzufügen. Doch wenn ihr es verlangt, muss ich es tun. Mir bleibt nichts anderes übrig. Ja. Dann werden wir kämpfen, was das Zeug hält, um euch aus seinen Klauen zu befreien. Oh ja, das könnte interessant werden. Tut das. Ja, ich werde mich in Hand umdrehen, darum tun. Na, keine Ordnung. So, nimm alles erstmal hier an, dich wieder. Was dir gehört. Müssen wir dich nur irgendwie mal auf die Schnelle heilen. Was soll das bedeuten, Scholl? Wieso habt ihr die kleinen Schweinchen nicht erledigt? Was dieser Trubel zu bedeuten, Scholl? Warum sind du diese Bleichlinge nicht vernichtet? Hüte dich vor meinem Zornwasserkind. Es ist nicht meine Schuld drauf. Sie sind stärker als ich. Pa, das Fleisch kommt in die Speisekammer, das Gold in den Beutel. Töten werden wir sie. Genau wie du befiehlst. Mit welchem Recht haltet ihr dieses Wesen gefangen, Ober? Gibt zurück, was ihr rechtmäßig zusteht. Mein einziger Wunsch ist, uns in Frieden zu gehen. Lasst uns gehen und niemand wird Schaden nehmen. Ihr und eure verlogene Komplize soll keinem mehr Schaden zufügen, Ober. Sprich nicht schlecht vom Wasserkind, Fleisch. Ich bin Ogre Magus und sie mein Weibchen. Du kriegst erstmal volle Breitseite, ja.
Okay. So. Oh, ein Helm. Bei dem Wasser meiner Heimat. Ich bin wieder frei. Zurzeit bewege ich mich sogleich entferne, doch ich will keinen Augenblick mehr auf diesem schrecklichen, harten Land verweilen. Es war ein amüsantes Spiel, aber jetzt bin ich seit der überdrüssig. Ich danke euch vielmals, liebe. Okay. Geschenk des Friedens. Rüstungswertbonus, schützt vor kritischen Treffern, sehr viel Widerstand. Aber den Rüstungswertbonus sieht man nicht. Dann gebe ich es trotzdem mal hier. Und in dem Fall Visionshelm gebe ich ihm. Dass er ein bisschen besser aussieht. So. Worum geht es diesmal? Dann halten wir unseren armen Zwerg ein paar Punkte. Ja, wie ihr wünscht. Zum Glück hat sie uns nicht geküsst. Das wäre das Böse geendet. Weil wenn sie uns mit dem Kuss getötet hätte, wäre es Game Over gewesen. Wo kommt die Orgrillions her? Geld, Trank, die Schriftrolle. Worum geht es diesmal? Dorn mal heilen. Ja, ich werde mich im Hand umgehen. Manchmal fragt man sich echt, wie Ogres hinkriegen, Magie zu lernen. So, schauen wir uns die Küste an. Ich glaube, an dieser Küste gab es keine Sirenen. Hoffe ich jedenfalls mal. Nur den Verrückten hier. Also er heißt Arkad, der Verrückte. Wer du bist, ich weiß es nicht. Ja, ich mag euch. Ja, ich mag euch sehr. Umtata, umtata. Ich sage euch was. Dann mögt ihr mich noch mehr. Umtata, umtata. Unten am Wasser, dort. Unten am Meer liegt ein Piratenschiff. Das ist nicht leer. Bringt mir was drin, aber zieht es nicht an. Sonst passiert mit euch was, wofür ich nichts kann. Ja. Arkad der Verrückte. Ich habe einen alten Weisen getroffen, den ich nur als verrückt bezeichnen kann. Doch sogar durch den Schleier seines Wahnsinns hat er mir einige interessante Hinweise gegeben. Er behauptet, dass sich irgendwo am Ufer ein Schiff befindet, das etwas Wertvolles enthält. Er hat mich auf seine Weise gebeten, ihm diesen geheimnisvollen Gegenstand zurückzubringen, ohne ihn in der Zwischenzeit zu verwenden. Trotz seines scheinbar Wahnsinns kommt mir dieser seltsame Mann dabei ein wenig verdächtig vor. Ja, da ist das Piratenschiff. Also das Schiff hier sieht schon recht klein aus. Und ja, das ist ein Ring, den wir erst identifizieren müssen. Töppelring.
Kann nur durch Fluchbrechen abgenommen werden. Intelligenz und Weisheit werden auf 3 gesetzt. Ja. Den kann der Typ gerne haben. Also bringen wir ihn dem gleich auch. Was haben wir diesmal wieder? Ach, Aaskriecher, ja. Kein schneller Tod. Das wird kein schneller Tod. Welch schöner Ring, wo habt ihr den her? Dort, wo ich ihn hin tat, vermute ich doch sehr. Oh, tralali und tralalei und tralalei. Oh, ich weiß, was ihr jetzt meint. Das Ark hat der Verrückte geizig scheint. Der nimmt nur und gibt nicht zurück. Also steckt diese Flasche euch in die Tasche, aber nicht in Korken, oder? Tralali, ihr werdet zur Asche. Ja. Oh, Ark hat du Zauberer mit umnebelten Geist durch seltsame Lieder in Irre uns weist. Doch danke ich für diese Flasche, was immer sie sei, und wünsche mir den Anblick des Inhalts herbei. Die Warnung für dir auf den Wunsch zu bestehen, die nehme ich sehr ernst, das kann jeder sehen. Doch kann ich so standhaft auf ewig nicht sein, ob der Neugier doch siegt, weiß das Schicksal allein. Ja, das ist ein Brandöl. Hat jemand gerade einen Slot frei? Ja. Ich glaube, ich habe noch sogar ein Brandöl hier, ja. Muss mal gucken, was ich hier vom verkaufen könnte bei dieser Gelegenheit. Ich bin glücklich, ganz ah, mein Schlau Dings da. Wie mag ich, wag's euch wohl gehen. Ark hat der Verrückte, hat euch lang nicht gesehen, tralala. Ja. Ich tralala mich jetzt mal hier weg. Von dem Verrückten. Noch mehr Aasfresser. Lasst sie uns ordentlich lecker. Brennenden oder vielleicht frostigen Tod. Lasst sie uns ordentlich verletzen. Wie kann ich helfen? Stimmt, dieser Strand war Aaskriecher verseucht. Sänger der Nacht. Worum geht es diesmal? Ihr braucht nur zu fragen. So. Können wir hier noch an der Küste ein bisschen lang gehen? Sieht nicht danach aus. Sieht so aus, als ob wir hier uns durchschlängeln müssten. Hier gibt es keine Höhlen oder so. Der Bader. Okay, die Ogre sind hier nicht sonderlich beeindruckt. Und das war Dorn. Okay. Ich würde sagen, wir speichern hier an dieser Stelle mal richtig. Das wäre jetzt 012.
Let's Play 012. Speichern. Und dann gibt es erstmal hier einen Cut, bevor wir weitermachen. Also bis gleich. Ja.